Oh mein Gott, Leute, wir haben endlich die heiß ersehnste News zur Season 2 in Fortnite. Ich zeige euch, wie ihr diesen Gleiter schon viel früher als alle anderen spielen könnt. Und noch viel, viel mehr zu Season 2. Bleibt bis zum Ende dran, das ist wieder geisteskrank heute. Benutzt gerne meinen Creator-Code Savil. Und schaffen wir heute für diese krasse News, die wir in meinem Video haben, 4000 Likes, Freunde. Glaubt mir. Es lohnt sich und wir gehen right into the video. Bevor wir anfangen, ganz kurz zum Deathrun im Hintergrund, Leute. Ich habe zufällig öffentlich einfach Deathrun gespielt und da war einer dabei, der auch richtig gut war im Deathrun. Und guckt mal, wer am Ende gewonnen hat. Ich schneide euch das so zusammen, dass das zum Video passt. Sehr, sehr spannendes Duell hier zwischen uns beiden. Wir werden ja den Mary Jane Skin bald in Fortnite bekommen. Wir denken alle, dass das jetzt in der Season 2 passieren wird. Und wir werden in der Season 2, soweit meines Erachtens ist, die Season 1 ein bisschen übernehmen. Das heißt zum Beispiel, die Spider-Man-mythische Waffe wird bleiben, Freunde, da wir noch weitere Spider-Mans in Fortnite kriegen werden. Wir werden Miles Morales kriegen. Wir werden noch andere Spider-Man-Freunde und Gegner kriegen. Laut diesem Text hier, das wird alles in der Season 2 passieren. Das Ganze ist nicht bestätigt, Leute, aber das ist nur meine Theorie. Und es gibt auch eine Quest hier, die beinhaltet nämlich dieses. Quest, ich tue das Ganze auf halt auf Deutsch übersetzen, ne? Benutze Spider-Man Webshooters und reiße damit 50 Meter in einem Schwing. Und unten drunter steht, it's like Peter always say, es ist wie Peter immer sagt, twip and release. Also einsetzen und loslassen. Und das war anscheinend eine Miles Morales Quest, die wir hier machen mussten. Das wurde getweetet von iFireMonkey, einer der größten Leaker. Aber mal schauen, was wir jetzt noch kriegen. Wir haben jetzt noch andere Informationen natürlich, Leute. Und zwar ist hier der aktuelle Zeitpunkt von den Erdbeben. Wir befinden uns jetzt beim 10. März. Das heißt, wir sind jetzt bei der Stufe 20, Leute. Stufe 20 ist jetzt hier endlich erreicht, Freunde. Das heißt, der letzte Krater wird am Wochenende stattfinden, okay? Der letzte Krater endlich erscheinen wird. Wir haben morgen Freitag, übermorgen Samstag, passt perfekt. In 2 Tagen müsste der Krater dann endlich bei dem 7 Outposten sein. Vergesst nicht, Leute, noch 9 Tage bis zur Season. Schallert hier mal den Like-Button rein, wenn ihr euch auf die Season freut und wenn ihr die Informationen heute sowieso feiert. Wir haben auf jeden Fall das neue Fortnite Nassassine Auftragspaket. Ist wieder verfügbar für 7,99 €. Wir bekommen hier einmal einen Auftragskimer mit zusätzlichem Stil, Rückenaccessoire, Blubberblaster und nochmal ein Auftragspaket bis zu 1500 V-Bucks durch den Abschluss von Aufträgen. Da muss man einfach Aufträge machen. Und es gibt noch mal Informationen zu Hole einen Freund ins Spiel. Am 16.03. endet das Hol einen Freund ins Spiel komplett. Ihr habt noch bis dahin Zeit, alle Aufgaben zu beenden, Leute. Das heißt also, ihr könnt nur noch die Aufgaben machen. Und ich muss sagen, die Dinge, die man hier bekommen hat, waren schon wild. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Guckt euch mal die Spitzhacke an. Die sieht ultra geil aus. Und bevor die Frage aufkommt, Leute, anmelden kann man sich nicht mehr. Die Zeitspanne ist nur für Spieler, die sich früher angemeldet haben. Ihr müsst also nur noch die Quests machen, falls ihr euch damals angemeldet habt oder einen Freund dazu geholt habt. Das geht wirklich nur für die Leute, die es früher schon gemacht haben. Kleiner Fun Fact am Rande, Leute. Seit der wilden Woche wurden irgendwie diese IO-Patrouillen, die ja mit dem Auto immer um die Map fahren, irgendwie rausgestrichen. Die sind jetzt nicht mehr im Spiel verfügbar. Die sind also nicht mehr im Spiel, keine Ahnung. Das wurde jetzt zu den wilden Wochen eigentlich weggemacht. Keine Ahnung warum. Nur mal dazu. Und für alle Leute, die sich jetzt fragen, ey, wann bekomme ich meinen Assassin's Creed Skin, Leute? Keine Angst, wenn ihr euch ja Assassin's Creed auf Epic Games geholt habt, Assassin's Creed Valhalla oder das DLC, bekommt ihr den Skin normalerweise ab heute. Ab heute, den 10. März, müssten die Skins langsam bei euch ankommen, wenn ihr euch bei Epic Games Assassin's Creed Valhalla oder das DLC gekauft habt. Oder ihr könnt noch warten, denn das Ganze kommt auch in einigen Wochen in den Itemshop raus. Und hier mal ein ganz kurzes Rätsel für euch, Leute. Wir haben hier nämlich ein Klombo-Bild mit verschiedenen Tieren. Werdet ihr sehen, wie viele Tiere auf diesem Bild zu sehen sind? Dem richtigen Kommentar tue ich Antworten und ein Herz natürlich dalassen, Leute. Und eventuell auch anpinnen. Also, guckt mal genau hin, wie viele Tiere hier zu sehen sind. Und wie gesagt, der Erste, der hier richtig antwortet, den tue ich heute anpinnen. Euch sehen richtig viele Leute. Also, strengt euch an, vielleicht schafft ihr es. Ein neuer PlayStation Cup ist jetzt auch verfügbar, Leute. Und zwar ist das ein Duo Cup. Das Ganze findet ab morgen statt. 11. März ist die Runde 1.
und die zweite Runde am 12. März. Der Gewinn liegt bei 2000 Euro und man bekommt einen Neoversa Ingame Emoticon. Alle Informationen findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr darauf zugreifen wollt. Und hier ist das Emoticon, was ihr nochmal zusätzlich kriegt hier. Dann seid ihr auch einer der wenigen, die das Emote haben. Oder hier den Sticker. Jetzt mal ehrlich, warum benutzen die Leute immer Emoticon? Für mich sind das doch Sticker, oder nicht? Also ich weiß nicht, alle meinen irgendwie, das sind Emoticons, aber für mich sind das Sticker. Und schon wieder ein neues Turnier. Diesmal heißt das Ganze Highscore Lightning Cup. Der Zeitraum liegt am 17. März, also wirklich nur an dem einen Tag. Und das Ganze findet 2 Stunden statt, um 19 Uhr bis 21 Uhr. Mehr Informationen haben wir jetzt da nicht, Freunde. So sieht das Ganze hier aus. Wenn wir mehr Infos haben, gebe ich euch da auf jeden Fall Bescheid. Wir haben einen neuen Gleiter bekommen, den wir jetzt bekommen, wenn wir uns dieses Spiel hier kaufen, Leute. Ihr müsst euch das Spiel Tiny Tina's Wonderland im Epic Games Store kaufen und dann bekommt ihr hier diesen Ponygleiter. Diamond Ponygleiter heißt das Ganze. Wundert euch aber nicht, wir bekommen das Item auch in den nächsten Wochen in den Item Shop. Ich denke mal, Ende des Monats müsste das Ganze, soweit ich weiß... Ah nee, hier steht's ja, sorry. Ab dem 1. April, also fast richtig, ab dem 1. April kommt auch dieser Gleiter in den Itemshop. Ihr müsst euch also nicht unbedingt das Spiel kaufen. Ihr müsst euch nur das Spiel kaufen, wenn ihr den Gleiter unbedingt früher haben wollt. Würde ich euch aber nicht empfehlen, weil dann spart ihr auch ein wenig Geld. Weil das Spiel kostet, glaube ich, ein bisschen. Und zwar, das kann ich euch ganz genau sagen, das Spiel kostet 60 Euro. Also ich glaube, der Gleiter wird nicht mehr als 2000 V-Bucks kosten. Das sind ungefähr 18 Euro. Das heißt... Ich würde warten, wäre ich an eurer Stelle, Leute, weil ihr würdet einfach 40 Euro fast mehr zahlen, wenn ihr nur den Gleiter früher haben wollt. Und für alle, die es noch immer nicht im Itemshop gesehen haben, es sind wieder sehr, sehr seltene Items drin. Die waren, und jetzt passt auf, also das hätte ich auch nicht gerechnet, die waren nämlich seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr in dem Itemshop verfügbar. Und zwar diese Dinger, die Fossil Fire Gleiter und Hurricane Backbling waren seit 1138 und seit 747 Tagen nicht im Itemshop. Und das Clash Outfit mit dem dazugehörigen Emote waren seit 757 Tage und seit 945 Tagen nicht im Itemshop. Das heißt, wenn ihr einen seltenen Skin haben wollt, der lange nicht im Itemshop war, dann ist es auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt zuzuschlagen. Wobei ich meines Erachtens auch ein bisschen finde, dass sie dann irgendwie nicht mehr selten sind. Aber ich wollte euch nur mal darüber aufklären. Und jetzt kommen wir mal zu diesen 2 Skins, Leute. Eine kurze Aufklärung. Einmal Hayley und Leela, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wie man die richtig ausspricht. Das Ganze war ja eigentlich so geplant, dass wir diese 2 Skins zum Weltfrauentag bekommen. Der Weltfrauentag war jetzt am 8. März, aber irgendwie sind die 2 Skins nicht rausgekommen. Auf jeden Fall werden diese 2 Skins keine Battle Pass Skins werden. Sie werden im Itemshop erscheinen. Wann? Wissen wir noch nicht, aber ich denke mal, dass wir das Ganze noch in dieser Season bekommen werden, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese 2 Skins nicht in der nächsten Season bekommen werden, da die auch kein Battle Pass Skin werden, sondern wahrscheinlich ein Bundle oder als einzelnes Item in den Itemshop kommen. Also, ich tippe auch mal, dass wir das Ganze am Wochenende bekommen. Dann haben wir hier ein richtig geiles Konzept, Freunde, von dem lieben CDNR. Und jetzt gebt euch mal, er hat genau diese Szene von Spider-Man in dem offiziellen Film nachgestellt, in Fortnite, halt natürlich bearbeitet mit 3D etc. pp. Und so würde das Ganze in Fortnite aussehen. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde das in Fortnite sogar ein bisschen cooler gemacht hier, als tatsächlich im richtigen Film. Bleiben wir nochmal kurz bei Spider-Man-Konzepten, und zwar der Advanced Suit von dem Spiel Spider-Man wurde hier in Fortnite reingebracht und ich wünsche mir diesen Skin hier oder dieses Outfit sehr in Fortnite, Leute, weil es einer meiner Lieblings-Spider-Man-Outfits ist. Ich hoffe, dass wir das hier bald reinbekommen könnten. Welche Waffe ich zu 100% vermissen werde, wenn wir in die Season 2 reinkommen, ist auf jeden Fall die MK7, Leute. Ich hoffe, dass diese Waffe in der Season 2 noch immer verfügbar sein wird, weil meines Erachtens ist das die beste Waffe, die jemals ins Spiel reingekommen ist. Wir haben hier nochmal ein Konzept von dem lieben Rainbow und jetzt gebt euch das mal bitte. Wir haben hier verschiedene Stile von TNT Tina, Henchman, Midas und Sky, Freunde. Ultra geil. Ultra geil. Bitte, bitte, Epic Games, bringt mehr Stile raus für diese Skins. Dann würden wir die auch mehr spielen, Leute. Das ist so krank gemacht, Mann. Das Ganze kam gerade vor genau einer Minute online. Das ist kein Scheiß, Leute. Wir haben hier endlich V20.00 auf den Staging-Server. Gerade eben wurden diese
Dateien auf die Staging-Server geladen. Was heißt das für uns? Wenn das Update 20.00 oder egal welche Version auf die Staging-Server geladen werden, dann kommt das Update auch zu dem richtigen Zeitpunkt. Das heißt also, die Season 2 wird also nicht verschoben, Freunde. Das ist die News des Tages. Das waren alle Informationen für heute, Leute. Ich hoffe, ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ich bin raus, haut rein, bis dann und ciao, ciao.